Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Weiter geht's mit den Missionen. Die Flaggen hier auf dem Damm habe ich inzwischen auch beendet und habe dann hier diese beiden Level freigeschaltet. Und hier müssen wir nochmal Flaggen einsammeln. Und hier haben wir eine Landung, und zwar mit Scherwinden und Nebel. Fangen wir erstmal hiermit an. Okay, wir sind sehr schnell. Sehr schnell. Deshalb bremsen wir. Werden langsamer. Dann holen wir uns vielleicht den da. Und einfach hier geradeaus und hoch. Warte mal. Schub auf 50%. Damit wir auch überhaupt fliegen können. So. Dann müssen wir eine Kurve fliegen. Und jetzt sind wir sehr weit oben. Deshalb versuche ich mal wieder runterzukommen. So. Und das haben wir bekommen. Sehr schön. Das da würde ich auch gerne bekommen. Bremsen. Okay, dann haben wir das auch. Dann holen wir uns das und das rechts da noch. Vielleicht. Komm schon. Okay, da sind wir sauber dran vorbeigeflogen. Dann erstmal hier über den Berg. Und dann drehen wir. Wir drehen, drehen, drehen. Und wir steigen natürlich auch wieder, deshalb die Nase wieder ein bisschen runter bekommen. So, dann schnappen wir uns den hier und den da links. Wieder schön bremsen. Haben wir den, jetzt müssen wir wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch in die Lüfte und dann haben wir den und dann drehen wir mal einen großen Kreis. So und dann einmal im Kreis. Schaffen wir das? Ich weiß nicht. Nein, wir fliegen drüber hinweg. Sehr toll. Den da würde ich aber gerne bekommen. So. Und können wir die auch hintereinander bekommen? Das wäre auch sehr schön. Dann müssen wir einmal bremsen und drehen. Ja, die bekommen wir. Und dann müssen wir nur noch einmal umdrehen. Und hier ist ein Berg. Achtung! Einmal umdrehen. So, da unten ist es. Und dann haben wir es auch schon. Nochmal schön bremsen. Sonst werden wir zu schnell. Und geschafft. Sehr schön. Und da stürzen wir ab. Und da ist alles kaputt gegangen. Beenden. 3 Minuten 29. Man könnte es in 1 Minute und 40 Sekunden schaffen. Ja, das werde ich wohl nicht hinkriegen. Aber jetzt haben wir das schon mal. Dann machen wir das hier. Okay, warte. Ach du Kacke. Okay, Neustart. Bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Wie soll man das schaffen? Spiel. Spiel, bitte. Danke. Stopp. Oh, Mann. Warte. Ah. Okay, das ist wirklich doof.
muss ich mal so sagen. Bremsen, bremsen, runter, 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 hoch. Okay, wir haben es geschafft. Wow. Und ja, es ist neblig. Und ja, ich bin ziemlich schnell. Und ja, ich bin wieder abgestürzt. Oh Mann, bremsen, runter, bremsen, 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 bremsen. Okay, ich bin dagegen geflogen. Gut, das war meine Schuld. Komm schon. Danke. Wow, ich bin wieder dagegen gekommen. Oh Mann, wie soll man das schaffen? So. Komm schon. Ja, sehr schön. Okay, das ist ein bisschen doof, dass man da so nah ran gespawnt wird. Und dann noch so schnell ist. Aber gut, kann ich nicht ändern. So, Schub auf 50. Okay, ich glaube, den härtesten Teil haben wir jetzt geschafft. Und dann müssen wir hoch. Das war echt, echt komisch. Und dann hier rüber. Okay, wir fliegen also über einen Berg. Nur um wieder runter zu fliegen. Von mir aus. Da ist es. Da ist der nächste Checkpoint. Und da ist auch noch der nächste. Man kann die wirklich kaum sehen, weil es echt neblig ist. So, ein bisschen langsamer werden. Und dann müssen wir eine große Rechtskurve machen. Und ich will nicht unbedingt hier gegen den Felsen stoßen, weil ich sonst von vorne starten muss und wer weiß, wie lange ich dann brauche. Oh, der Checkpoint ist hier. Kriegen wir den noch? Ja, den sollten wir hinkriegen. Genau. Und dann nach rechts. Den haben wir tatsächlich noch bekommen. Das ist gut. Und wir sind auch kurz davor zu landen. Deshalb die automatischen Bremsen. Oh Mann, ich kann die Landebahn kaum sehen. Und selbst Lichter helfen nicht. So, Fahrwerk raus. Und ja, Scherwinde. Ich sehe schon. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Oh. Wir fahren einfach runter von der Fahrbahn oder von der Landebahn. Ist doch auch nicht schlecht. Und komm schon, bremsen. Geschafft. In 3 Minuten. Statt in 1 Minute und 44. Dafür haben wir aber auch die Checkpoints. Und dann können wir auch das hier unten noch machen. Das haben wir jetzt. Ja, wir haben genug. Und okay. Also wir müssen ein Flugzeugteil irgendwie besorgen. Und dazu sollen wir landen und dann irgendwo hin fliegen, zu irgendeinem Flughafen oder so. Und dort landen und das dann abladen. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell. Automatischen Bremsen, Fahrwerk raus. Okay. Wir sind bereit. Und
Gut, wir sind gelandet. Wir müssen noch langsamer werden. Und ich würde ganz gerne hier rausfahren. Ja, wir haben den Checkpoint erreicht. Und dann müssen wir hier hin. Und dann müssen wir dort stoppen. Noch ein bisschen langsamer werden. Ich kann jetzt auch den Schub ganz rausnehmen, glaube ich. So, ja, ein bisschen noch. Und bremsen. Nein, nicht das Licht, sondern da. Die Cargo-Rampe flach machen. Ach, diesmal sollen wir selber ran. Und wo ist die Tür? Da ist die Tür. Einmal von den Rotorblättern. Ah, passiert nichts. Okay. Zweimal. Keine Ahnung. Schub. Vorwärts. Und dann einmal drehen. Und dann Rückwärtsgang. Kann ich mal bitte gucken. Oh Gott. War da so rum? So. Transfer Cargo. Ah, ich habe es ein bisschen schief reingemacht, oder doch nicht. So, einfach wieder wegfahren. Einfach wieder daneben stellen. Und jetzt müssen wir das Ganze mit dem anderen Truck machen. Fahren. Vorwärtsgang, eine Kurve fahren, so, Rückwärtsgang und, ja, okay, wir sind ein bisschen entfernt, so, klappt das? Ich glaube nicht. Gut, dann müssen wir noch mal ein Stück vorwärts. So, und noch so ein Stück. Aber jetzt sollte es klappen. Nein. Beim ersten Mal hat es so schön geklappt. Jetzt will nicht mehr. So, jetzt aber. Und Transfer Cargo. Vorwärtsgang. Und dann fahren wir den einfach hier daneben. Bremsen. Oh Gott, wir sind fast reingefahren. Ein Stück zurück. Gut. Sollte klappen. Dann können wir das hier auch schließen. Und dann können wir wieder in den Pilotensitz rein. Komm schon. Ich krieg das nie ganz hin. Tür zu. Oh, ich bin fast wieder rausgefallen. Jedenfalls haben wir hier jetzt die beiden Flugzeugteile. Und dann können wir hoch. Hoch in den Pilotensitz. Pilot. So. Und dann fliegen wir zur Startposition. Und fliegen auch gleich mal los. Ich fahre hier natürlich über alle Parkflächen rüber. Macht man ja auch. So, ein bisschen schneller. Und wieder Bremsen an. Einfach damit es nicht so langsam ist. Und jetzt müssen wir drehen. Bremsen bitte einmal verlangsamen, damit wir drehen können.
Einmal bitte drehen. Dankeschön und jetzt geht's los. Ist bestimmt ein bisschen schwerer zu fliegen mit den ganzen Flugzeugteilen drin. Aber ich denke mal, wir kriegen es hin. So, wir könnten schon abheben. Okay, das war eine sehr merkwürdige Landung. Start von mir. Da lang. Über den höchsten Berg, den es hier gibt. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Ich kenne die Karte nicht so gut. So, noch ein bisschen höher. Okay, das sollte reichen. Und dann müssen wir nach rechts. Über einen anderen Gipfel drüber. Und ich weiß gar nicht, was der Hauptflughafen ist. Also, wir müssen zum Hauptflughafen. Wo ist der? Keine Ahnung. So. Das haben wir hingekriegt. Wenn auch ein bisschen knapp. Da ist der nächste Checkpoint. Und wieder auf dem nächsten Gipfel. Ich sag's ja auch immer wieder, das hier ist nicht besonders realistisch. Vor allem nicht, wenn man als Cargoflieger wenige Meter über einen Gipfel drüber fliegt. Aber gut, was kann man machen? Vielleicht sollte ich mal Schub rausnehmen. Ich war die ganze Zeit auf 100%. Dann landen wir auch gleich hier auf dem Flughafen. Okay, ich muss eine große Kurve jetzt machen, eine ganz große. Und dann landen wir auch gleich. Das hier ist der Hauptflughafen. Von mir aus. Ja, ist schon recht groß, der Flughafen. Und dann drehen wir mal hier hin. So, dann ein bisschen nach rechts. Und dann Fahrwerk raus. Dann versuchen wir mal eine sehr, sehr weiche Landung. Okay, es wird keine weiche Landung. Ja, wir sind sehr schief gelandet. Und wir drehen dauernd vom Kurs ab. Hilfe. Können wir vielleicht mal bremsen? Danke. Einmal bremsen. Und wohin müssen wir? Ich fahre einfach mal hier raus. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Okay. Dann drehen wir. Drehen, drehen, drehen. Drehen hier lang und Gas geben. 100% Schub. Ah nein, über 90 darf man ja nicht. Dann mache ich mal 81. Dann sollte das klappen. Ja, wir fahren jetzt einfach über das Gras drüber. Das ist mir jetzt auch egal. Aber jetzt nehmen wir auch mal Schub raus. Auf 0. Wir sind ja auch gleich da. Und dann können wir auch schon mal ein bisschen bremsen. Dann müssen wir es gleich selber auch alles wieder entladen. Langsamer, langsamer und bremsen.
wieder hier die, nein, nicht die Tür. Ich mache schon mal die Haupttür auf und die Cargo-Rampe. So, dann haben wir das. Gehen wir hier raus. Laufen einmal rum. Nein, ich will nicht die Tür öffnen. Ich will fahren. Und dann eine scharfe Kurve. Ja, die Kurve war nicht ganz so scharf, wie ich es mir erhofft habe. So, einmal andersrum. Rückwärtsgang. Wow. Okay, vielleicht ein bisschen weniger Schub. Okay, das war es auf jeden Fall nicht. So, aber jetzt. Jetzt sollte es klappen. Das ist ja beinahe perfekt. Ja, ist ein bisschen schief. Ein bisschen schief. Dann Vorwärtsgang. So. Und klappt schon. Die werden schon wissen, was damit passieren wird. Oder was damit passieren soll. Und eine scharfe Kurve. Genau. Und ich würde sogar sagen, ein bisschen weiter. Bisschen weiter. So. Und jetzt den Rückwärtsgang rein. So, und ja, genau so, und jetzt nochmal ein bisschen rückwärts, sehr schön, es hat ja gut geklappt, 13 Minuten sind wir auch schon drin, also in der Mission, und wir dürfen es nicht wegfahren, schade, naja, später bewerten, wir haben alle Checkpoints, juhu, wir haben es geschafft und ja, das machen wir noch. So, wir sind wieder dabei hier in im Flugzeug. Die KI fliegt, deshalb können wir wieder ein bisschen Blödsinn machen. So zum Abschluss der Folge. Was passiert eigentlich, wenn man rausspringt? So ganz kurz vorm Ziel, einfach rausspringen. Ich werde das mal versuchen. Und dann warten wir hier einfach mal. Warum startet das Flugzeug nicht andersrum? Wenn wir nach da müssen, zum Pfeil. Hätte man doch von da hinten starten können, oder? Naja, gut. Lassen wir die KI entscheiden. Von hier aus kann ich natürlich nichts machen. Aber wenn das Flugzeug startet, dann kann ich einfach mal aussteigen. Und dann springen wir kurz vor der Landung einfach aus dem Flugzeug raus. So, können wir das auch irgendwie wegmachen? Nein, können wir nicht. Oder? Ah, doch. Okay, jetzt haben wir eine ganz gute Sicht eigentlich. Das ist eine Stadt. Hier ist der Flughafen. Und kann ich auch wieder rauszoomen? Nein. Ah, jetzt. Okay. Und Flugzeug, wohin willst du? Wir müssen nach da hinten. Okay, das Flugzeug fliegt eine Linkskurve. Ah, von hier können wir auch gucken. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen bessere Sicht. Ja, wir fliegen sehr dicht an der Stadt vorbei. Und noch sehr tief. Hier sind wir unter dem Flugzeug. Das ist auch ganz interessant. Okay, also ja, wir sind direkt vor der riesigen Nase.
und haben hier diese Ansicht. Ich glaube, das könnte bei Kampfjets ganz interessant sein. Dass wenn man so auf die Gegner zielt. Und dann haben wir hier so die freie Ansicht, glaube ich. Und das ist so die nahe freie Ansicht. Und 7 und 1 sind irgendwie dieselben. Aber okay. So, das Flugzeug fliegt schon lange. Steigen wir mal aus. Oder stehen wir auf. Und dann springen wir auch. Bald, gleich, keine Ahnung wann. Ich weiß nicht, wie lange das dauern soll. Warte mal, kann ich irgendwo... Nein, ich kann die Karte leider nicht aktivieren. Kann man hier die Karte... Nein, man kann hier... Ach doch, da, Karte. Ah, da landen wir. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall nützlich. Wir sind also schon recht in der Nähe, würde ich mal sagen. Nehmen wir mal die hier, diese Ansicht. Dann können wir genau bestimmen, wann wir landen. Und wir fliegen gerade hier noch so rum. Und ich würde sagen, sobald das Fahrwerk ausgefahren wird, stehen wir auf. Jetzt, los geht's. Komm schon, ich würde mich gern bewegen. Und, wow, okay. Hui, Fallschirm. Ah, kann ich schwimmen? Kann ich schwimmen? Hilfe. Springen. Okay, ich kann schwimmen. Das Flugzeug ist auf jeden Fall gelandet. Ich bin auch gelandet im Wasser. Und dann versuchen wir hier mal rauszukommen. Und komme ich hier hoch? Nein. Das ist natürlich sehr schön. Dann muss ich da erstmal aufs trockene Land drauf. Ja. Und keiner weiß jetzt, ob das Flugzeug angekommen ist. Auf der Karte kann man das Flugzeug auch nicht sehen. Gut, dann gehen wir da erstmal aufs Festland. Vielleicht wird jetzt einfach die Mission beendet, ohne dass ich irgendwas sehen oder hören kann. Ja, schwimmen wir erstmal bis dahin. Und dann müssen wir mal gucken. Also es scheint auf jeden Fall zu klappen, einfach rauszuspringen und sich nicht drum zu kümmern. Können hier auf jeden Fall hoch. Wir sollen aussteigen aus dem Flugzeug und uns die zwei neuen Flugzeuge angucken. Ja, also ich bin gleich da. Wartet. Ich glaube aber von hier können wir hoch. Einfach hier rüber und dann da hochspringen. Das sollte klappen. Und Sprung. Ja, das hat geklappt. War vielleicht ein bisschen zu früh. Wir müssen jetzt halt den ganzen Weg laufen. Bis dorthin. Schade, dass man nicht irgendwie sprinten kann oder so. Ich meine, das ist schon recht schnell, wie wir hier laufen. Aber ein bisschen schneller wäre noch schön. So, machen wir mal den Zoom höher. Unser Flugzeug ist da auf jeden Fall. Und wir sollen in den Hangar reingehen. Also, gehen wir mal in den Hangar. Und schauen uns die zwei neuen Flugzeuge an. Ich weiß nicht genau, was mit denen los sein soll, aber gut, schauen wir sie uns an. Gleich sind wir da. Man kann es jetzt auch schon auf der Karte sehen. Heißt, wir müssen hier einfach nur noch einmal über diese Grünfläche
und dann noch ein bisschen auf dem Asphalt. Ich sehe auf jeden Fall schon ein Flugzeug. Das zweite halt noch nicht. Ja, die Mission dauert sehr viel länger als eigentlich geplant war, weil ich einfach so mittendrin rausgesprungen bin. Komm schon. So, machen wir mal den Zoom raus. Und wir sind auch gleich da. Hier steht unser Flugzeug, aus dem wir rausgesprungen sind. Die Cargo-Rampe ist immer noch auf flach. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein Flugzeug. Können wir da reingehen? Nein, können wir nicht. Und okay, hier haben wir Teile vom Flugzeug. Was sollen wir jetzt machen? Ah, jetzt sollen wir zum anderen Flugzeug gehen. Und jetzt sollen wir uns das hier noch angucken. Okay. Ah, gut. Und jetzt, wohin schweben wir? Keine Ahnung. Gut, haben wir es geschafft. Vier Missionen hier haben wir alle geschafft. Und die anderen sind sehr teuer. Okay. Ja, ich habe hier auch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe halt hier überall jetzt erreiche alle Checkpoints. Aber bei keinem einzigen habe ich jetzt diese Zeitquest. Und die sind halt sehr teuer. Gut, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.